herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. So, ich habe letztes Mal das Geld hier gekriegt von den Bäumen. Es waren 58.200 Euro. Die werde ich gleich mal per Online-Überweisung an den Bauhof überweisen. Jürgen Rasex, 58.000. 200. So. Gut. Gut, gut, gut. Weil ich habe ja meine Bezahlung gekriegt. Also ich habe ja meine 30.000, beziehungsweise 33 hat mir der Jürgen Rasex ja bezahlt. Daher kann ich ihm oder kriegt er natürlich das Geld vom Holz. So, dann gucke ich mal, ob der zu Hause ist an seiner Werkstatt. Ey, dafür, für diesen doofen Unfall, wird mein ganzer Gewinn flöten gehen. Dazu. Ah, der Neumann kommt, der macht auf. Ich muss den Anhänger mal kurz abstellen hier. Hoch und dann von hier auf die Mauer darüber, okay? Also nicht wundern, wenn jetzt gleich bei dir Geld abgeht, ich überweise das nachher wieder. Okay. Tag, Volker. Servus. Du, der Deutsch steht hier. Jo, können wir direkt mal reinfahren. Hoffentlich springt er wieder an. Ach so, scheiße, habe ich gar nicht dran gedacht. Anhänger auch machen. Nee, Anhänger brauchen wir nicht. Ja, nur ein paar Dellen drin, ne? Ja, der ist ja für Forst gemacht, also wenn der jetzt was hat, ich guck mal gerade, ob die Pfosten noch gerade sind. Ja, die sind eigentlich... Nö, der ist in Ordnung. Das Schutzblech ist ein bisschen ab, aber da ist ein bisschen eine Kante drin, aber... Hallo? Ah, jetzt schnurre. Harry? Hallo? Harry, du, wir gehen mal grad. Du, Harry. Ja? Mir ist da was passiert. Ja? Du warst so lange nicht da. Der Anhänger war voll. Naja, ich hab dann geguckt und dein Schlüssel hat gesteckt. Ja? Dann bin ich damit losgefahren. Und irgendwann kam der Anhänger. Mit keine Ahnung wie viel. Aber richtig viel hinten drauf. Ja. Und hat er sowas von geschoben in den S-Kurven oben. Da sind wir umgekippt. Oh. Und dein Traktor und ich. Aber ich bin gerade schon beim Jürgen. Beim Rasex. Ja, ich schlaf mal. Kann ich deinen Steier mich drum? Oh, mit dem runterfahren? Das wäre optimal, wenn du den mitbringst. Darf ich mit dem runterfahren? Ja, ja. Zur Werkstatt vom Rasex. Ja, dann bin ich gleich da. Ja, der macht gerade gleich schon, der schaut gleich schon den Traktor durch und macht einen kurzen Voranschlag und dann, klar, Rechnung läuft über mich. Ja. Und bin dann bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Puh. Hallo, aber. Hat's aber gut aufgenommen hier.
Volker? Ja. Wo bist du denn? Wüsste. Ich bin in deiner Bin Werkstatt. hier. Ah, da. Du, der Harry kommt gleich. Ja. Der guckt sich an, was der Schaden ist. Ja, ich kann vorher, bevor der nicht drüber geguckt hat, kann ich eh noch nichts machen. Okay. Jo. Oh, hier ein paar Zäune gerade. Ah ja. Er ist ein Ist bisschen ein groß hier, ne? Dass da zu bisschen. Verwechslungen kommt. Ja, deswegen. Nachher fahren die alle bei dir rein und wollen zum Landhandel oder unter andersrum. Ich sehe irgendwo einen Hund rumrennen. Gibt es hier wilde Hunde? Bald, ja. Oh, okay. Dachte ich hätte schon einen gehört. Ob beim Landhandel ist, meine ich, einer. Ah, okay. So. Ob die haben einen. Okay. Also wie gesagt, der Harry, der kommt jetzt gleich. Weiß gar nicht. Ich habe es ihm schon gesagt, was los ist. Natürlich, die Rechnung läuft über mich. Ah, Upsa. da kriegen wir schon was hin. Wir zwei kommen ja gut miteinander klar, ne? Wer? Wir zwei. Ach du und ich, ja. Der bringt mir sogar meinen Trecker mit. Der ist ganz geschickt. Dann habe ich gleich wieder was zum Hochfahren. Brauche ich dein Auto nicht. Jo, da könnt ihr schon, da könnt ihr schon. Perfekt. Ja, fahr her. Achtung, langsam, langsam, langsam. Gut, jawohl. Der kann Herr was, der. Neumann, wie viel kriegen Sie denn jetzt? Der kann was, der Hofer. Hallo. Servus, Harry. Moment. Ah. Tut mir echt leid, gell? Das war so ungeschickt von mir. Guck mal gerade an, die rechte Seite. Ja, auf der Seite. Recht ist er. Ich glaube so. Ich glaube so müsste das passen, oder? Moment. Oh. Ich rechne mir das nochmal aus und dann sage ich Ihnen, ob das Da müssen stimmt. wir ja mal Jo. natürlich machen. Ja. Vielleicht ist Jürgen auch gleich da, dann guckt er dran. Jo. Ja. Da Ja? Holzanhänger. Nee, da ist alles gut. Da ist nur ein bisschen Plastik an den Kotflügeln. Das ist alles Was gut. haben wir jetzt da eigentlich? Jetzt eigentlich schon Woche oder Freitag? Wir sind bei Freitag. Ari? Ja? Ah, Tag. Hallo. Er ist hier drüben auf die Seite gekippt, ne? Die rechte, ja. Also, naja. Ja. Wollte nur sagen, dass es mit dem Geld stimmt. Jo, okay. Ich bin wieder weg. Jo, tschö. Bis. Einmal zum Bauhof hoch. Jo. Okay. Schauen Sie sich mal an. Ja, ich schau Jo. an. Die ist schon gut kaputt, ne? Gut, das hier kann man ein bisschen entbeulen und so. Schau mal unten, gehen Sie mal gerade alle von der Rampe runter. Ich schieb mal ein bisschen hoch. Alles gut, Volker? Nee. Alles gut? Was ist denn Nee. los? Na, so ein Scheiß aber auch. Weißt du, ich verdiene Geld und dann passiert mir so ein Scheiß. Ah, Volker, keine Sorge. Mach dir einen guten Preis. Und Ja, Harry, aber. dir mache ich den Traktor wieder so schnell wie es geht fertig, okay? Aber ist doch scheiße, ist doch das. Ah, hier drunter ist ein bisschen kaputt, die rechte Seite. Ist ein Tempo da? Ja, klar. Ah, hier. Danke. Bitte, bitte. Mach dir nichts Uff. raus, raus, Volker. Da passiert jedem mal. Tut mir leid, Harry, gell? Tut Harry, mir. gib mir mal LU, bitte. Ja, passt schon. Ja, es ist. Ja. Jürgen. Vielleicht war der Traktor ja einfach zu stark.
Ich muss mal gerade telefonieren, hab eine SMS bekommen. Ja, aber er läuft ja schon mal. Er springt schon mal beim ersten Mal an. Bis später, gell? Ich muss kurz telefonieren, bin Jo, nur um die bis Ecke. später. Hallo. Sie sollten mich anrufen. Ich wollte nur fragen, wann Sie heute ins Bett gehen. Oder Sobald wir wann? fertig sind. Nein, keine Ahnung. Jetzt noch nicht. Okay. Das kriegen dann Info. Okay. Gut. Bis später. Ja, bis später. Tschüss. Ciao. Okay. Da soll ich direkt anfangen? Ja, von mir aus schon, ja. Na gut, dann fange ich direkt an. Okay. Und so schnell wie möglich fertig kriegen. Ich denke mal, dass du den Montag wieder hast. Ja. Denk Regel. mal. Wie viel ist denn jetzt der Schaden? Also, sag mal 10.000. Hast du einen Auftrag für 20.000 und musst 10.000 führen? Ach, scheiße. Ja, das tut mir wirklich leid, aber. Ich habe dir die Reparaturkosten schon mal überwiesen. Harry, Jo. Ja. kriegst natürlich einen Ausfall, gell? Ja. Wären die Kosten gewesen. Gewesen. Alter, der ist so laut. Was waren die? Was waren die? Ja, Ja. ei, ei, ei. Du, Harry, ich hab dir jetzt mal 4.000 überwiesen. Ja, hättest ja bei mir verdient. Das ist ja dein Ausfall. Ja. Ja, und wenn der Traktor bis zum Montag weg ist, hast du ja auch nichts davon. Ja, tut mir wirklich leid, aber. Da ist halt die Bäume jetzt liegen auf der Straße. Wieso auf der Straße? Nein, nee, ich weiß ja nicht. Nee, der Knoll hat den Traktor wieder aufgestellt. Mit dem Radlader. Der hat hinten an den Anhänger dran und den aufgestellt. Ich habe die jetzt schon weggebracht. Das passt schon. Muss ich halt doch mit dem Steier hoch wieder und das machen. Ja. Naja. Ja, gut. Tut mir leid, aber vielleicht kriegt man nächsten Auftrag hin. Aber Wie bitte? weg muss. Ich nicht wieder weg muss. Ja, das wäre gut, ja. Dann komme ich nicht wieder in Versuchung, mit deinem Deutsch rumzufahren. Ja, das schauen wir schon beim nächsten Mal. Okay. Gut, Ja. ich bin dann nochmal weg. Ich muss noch weiter oben liegen und auf den Bäumen rum. Jo. Ciao. Ja, bis nächste Woche. Ja, wir haben ja noch ein bisschen. Ja. Das regt mich auf. Hab ich hier ganzen Job versaut. Ich hab zwar gut verdient, ja. Ich habe 33.000 verdient. Aber trotzdem. Ich bin ja froh, dass die Stadt mir die Verwaltungs- oder die den Polizeieinsatz nicht gezahlt hat. Sonst wäre es noch ein bisschen teurer geworden. Der Deutsch ist einfach viel zu stark gewesen. So ein Murks. Ich glaube, das Problem war, ich war zu schnell mit dem Deutsch. Und der Anhänger war zu schwer. Ich glaube, das war eine Kombination, was das Problem war. Vielleicht wird es mit dem Steuer besser.
Na ja, abbricht schon wieder rein. Mal gucken. Die Woche war eigentlich gut mit den 33.000, aber der Unfall, der schmälert halt ein bisschen mein Budget. Naja, kann man nichts machen. So, dann stelle ich den da wieder hin. Gut Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und schaut gerne auch bei der Hof Bergmann vorbei, täglich 19 Uhr. Und ansonsten sehen wir uns gerne am Montag wieder bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Haut rein, macht's gut. Ciao.